Hey Leute und willkommen zum letzten Pilar. Den letzten Pilar, dann komme ich hier weiter bei diesem Terraria-Projekt. Und los geht's. Zack. Ich weiß nicht, wie stark die hier sind. Aber die sind schon mal hier eine Nummer härter. Boah, deine teleportiert sich. So, zack. Zack. Zack, zack. Bin tot. Ja gut. Gefühlt werden sie immer stärker. Gefühlt. Wahrscheinlich stimmt das auch. Oder? Kann mir das mal jemand schreiben? Werden die immer stärker? Die Lage. So. Das Problem ist nicht, dass sie mich töten, sondern der Weg hin. Was ich einfach mache, ich renne einfach oben drüber. Das ist nicht so anstrengend, da muss ich einfach hier entdrücken. Bald bin ich schon durch mit dem Terraria-Projekt. Bin ich wahrscheinlich mehr Minecraft. Weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Werde ich jedenfalls noch gegen das da überhaupt jedenfalls noch eine Weile. Erstmal muss ich den Moonlord besiegen, ein paar Mal. Das werde ich jedes Mal aufnehmen, wie ich den Moonlord besiege. Weil ich möchte jede Rüstung haben. Und dann werden wir ihn noch mal in Hard Mode besiegen, damit er noch ein spezielles Item droppt. Das droppt er nur, nee, nicht Hard Mode, sondern extrem Expertenmodus war das. Das ist jedenfalls extrem schwer. Das werde ich auch versuchen. Auf jeden Fall. Mit natürlich den Sachen, die ich vorher habe, mit Last Prism und sonstiges, da wird das nicht so extrem schwer sein. Wo ist der eigentlich? Oh, der ist eigentlich hier ganz in der Nähe. Jedenfalls werde ich ihn da mit Last Prism, mit diesem Draht, also mit, ich werde wahrscheinlich jede Rüstung einmal mitpacken und denken so, oh, welche nehme ich mir denn heute? Schutz, das kann jedenfalls noch eine Weile lang dauern, sag ich dazu. Das wird ein Problem. Jedenfalls wird der auch kein Zucker schlecken. Vielleicht dazu nur. Okay, dann. Vielleicht dürfte ich da sein. Dauert nicht mehr lange. Ich glaube, das muss ich gar nicht rauscutten. Und mir ist aufgefallen, für diese Pilare habe ich nicht so lange gebraucht. Ich glaube, mein Zeitgefühl ist da. Ich habe kein gutes Zeitgefühl. Es waren nur 23 Minuten und ich habe nichts rausgeschnitten. Nichts. Weil ich habe gedacht, so eine kleine Folge, das ist jetzt ein bisschen zu klein, wenn ich jetzt die Wege rausschneiden würde. Wäre das ein bisschen zu klein. Oh, falsche Waffe schon wieder. Bam, 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 bam. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wow, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Hilfe! Ich sehe nichts mehr. Boah, das ist schwer. Ich habe gedacht, die Pilare sind leicht. Nein, die Pilare sind verdammt schwer. Verdammt, verdammt schwer. Beim ersten Kampf verliert man immer. Also, ich glaube, man kann nur einmal gegen die Pilare kämpfen. Gott. Ich kämpfe gerade im Moment ganz gut, aber ich werde trotzdem sterben. Ich sterbe nochmal locker. Locker, locker. Guck mal, wie erst niedrig beschädigt dieser Schild ist. Oh, fuck. Ich hasse es, wenn ich nicht sehe. Oh, fuck. Ja, ich bin tot. Tot. Oh. Ich habe gerade gedacht, ich hätte überlebt. Aber es war klar. Das ist der letzte Pilar. Wenn ich den geschafft habe, dann habe ich es erstmal hinter mir. Ja, das war nicht mehr. Ich werde jedenfalls wahrscheinlich die gleiche Technik benutzen, wie mein Freund sie benutzt hat. Der hat die Heilerin irgendwo eingesperrt, weil der Moonlord kann nicht
wo ein halt so eine Wand ist und eine Rückwand. Da kann er niemanden attackieren da drin. Da drin zu stellen wäre nicht möglich, weil da ist eine Wand rum. Mit welcher Waffe soll ich drumherum kämpfen? Und außerdem wäre das ziemlich bescheuert. Und stattdessen mache ich die Heilung rein, wie mein Freund das gemacht hat. Und werde mich die ganze Zeit heilen, wenn ich low bin. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Das ist ein richtig schlauer Plan, den mein Freund entwickelt hat. Und wenn ich mehrere von denen brauche. Ich weiß gar nicht, kann mir jemand da mal hell weiterhelfen? Wird der immer stärker, wenn man ihn einmal besiegt hat? Ich hoffe nicht. Wäre nämlich ziemlich bitter. Oh fuck. Nein. Oh Gott. So, zack. Jetzt bin ich hier oben. Nicht mehr lange und ich hab's hinter mir mit allen Pilaren. Zack, hier. Pegasus? Hat der gerade Pegasus gesungen? Percy? Es kommt mir so kein Fall. Percy Jackson, kennt jemand den Film? Vielleicht meinte Percy. Nein, Percy. Percy Jackson meinte nicht. Percy. Es fällt mir gar nicht ein. Es gibt irgendeinen aus der Mythe, der heißt Perseus. Also anders halt gesagt, nur sagt es in Englisch. Ich weiß es nicht ganz genau. Welcher war es nochmal? Hat sich jemand mit Mythen auskennt? Wie halt? Vielleicht meint er Poseidon? Im Englisch nur? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was er meint. Wow. Hier, die kommen hier. Geier. Hier diese Geier immer. Die geiern ja auf mich wie die. Bruh. Ich hasse, wenn mir das passiert. Ich hasse es. Es nervt so derbe. Kennt ihr es nicht, wenn ihr aus Versehen den Spiegel drückt? Oh Mann. So bitter. Hier brauche ich keinen Trank einzusetzen. Das heißt, bis ich da angekommen bin ich da wieder voll. Und wenn, dann ist es mir egal. Ich hasse es. Ich hasse. Warte mal kurz. So. So, jetzt kann es mir nicht mehr nochmal passieren. Jetzt kann es mir nicht nochmal passieren. Bevor ich hier jetzt... Ey. Zack. Sind beide da? Ja, ich habe zwei. Zwei UFOs, die werden mich beschützen. Die habe ich ja bei der Invasion bekommen. Guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das Video war geil, da habe ich auch das hier bekommen. Und boom. Und den hier. Aber den benutze ich gleich beim Pilar, den werdet ihr sehen. Den benutze ich öfters bei den Pilaren, wenn der Schild weg ist. Hier bringt nur der halt die Besessene bei, bringt ja richtig viel bei diesem. Man sieht ja, ich komme zwar weit, ich schaff's zwar nicht komplett sie zu besiegen, aber ich komme weit. Ich brauche jedenfalls diese Sternrüstung. Irgendwie Sternstab-Armor hat mein Freund gesagt, heißt die. Hab keinen blassen Schimmer. Wie heißt jedenfalls, brauche ich dafür diese, wahrscheinlich diese Oakwood Crafting Bench. Sehr wahrscheinlich. Weil da steht ja, um diese Kristalle und diesen Okrumbahn zu verbinden oder so, war da gerade hier. Stand da irgendwas? Oh ja. Ich gucke halt in letzter Zeit sehr oft auf meine Uhr, weil ich was gucken will. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen Anime-Freak im Moment. Ich habe nämlich gerade zwei Animes, die ich gucken will, die kommen. Ich nehme das hier alles am Freitag auf. Und am Freitag kommt auch die Invasion raus. Ja gut, die kam auch direkt heute, also recht aktuell diese Folgen. Wow. Boah, flieg doch. Ich hasse, wenn mir das passiert. Ist der Pilarschild weg? Nein, aber bald. Die letzten. Das ist doch nicht mal viel. Ja. Das ist jetzt die Waffe, die ich meine. Ah, ich Musik in meinen Ohren, den Schaden in den Pilar. Fuck.
Aber ist sowieso nicht mehr wichtig. Der dürfte gleich erledigt sein. Nur noch 7000 von 20.000. Die Waffe ist richtig heftig. Und dann bin ich fertig. Da muss ich nur noch wissen, wie man das Spawn-Item von Okuma. Dann bin ich schon bald durch. Ist wirklich eigentlich schade. Terraria macht mir Spaß. Ich hoffe, es kommt bald ein neues Update raus. Wo einen neuen Endboss gibt. Noch ein Endboss. Es gibt jedenfalls, mein Freund hat so eine Theorie, dass es bald einen neuen Update geben wird. Weil das heißt ja Last Prison, was er droppt. Das werdet ihr aber noch sehen. Last Prison. Es muss also noch mehrere geben. Ob es dann andere Boss gibt, die das auch droppen, die auch so heftig sind. Oder es einen kompletten davon gibt, sozusagen, wo dieses Last Prison noch fehlt und dich deswegen jagt. Was nämlich ihn besiegt und hast. Oder er bekommt. Und es gibt so eine Epic-Szene. Das wäre wirklich geil, wenn sie das mal so einfügen könnten. So eine Epic-Szene, wo Okrim gegen diesen Moonlord. Wieso sag ich die ganze Zeit Okrim? Moonlord gegen diesen Typ verliert. Er hat dann alle Last Prison, also alle Prisons. Und das gibt dann so eine richtige OP-Waffe und dann muss man ihn besiegen. Das könnte ich mir schon geil vorstellen. Wie findet ihr die Theorie? Lasst ein Like da, wenn sie euch gefällt. Und sagt mal, ob sie logisch ergibt. Kein logisch. Oh, Mann. Jedenfalls, es wird geil. Moonlord zu besiegen. Aber erstmal hole ich mir, das wollte ich auch erstmal machen, dieses. Ich will mir vorher dieses Raumschiff holen. Dieses Raumschiff, womit man fliegen kann und endlich fliegen kann. Werde ich mir etwa holen. Oder ich habe keinen Bock mehr zu suchen und hab's einfach nicht. Der letzte Pilar. Gleich ist erledigt. Aber ich habe schon richtig geile Sachen von der Invasion bekommen. Zum Beispiel die Waffe hier. Die ist von der Invasion. Ist wirklich heftig. Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen hungrig. Ja, bin schon fast da, aber die gehen mir gerade also am Arsch vorbei. Pilar erledigt. Ich glaube, ich habe alle. Hab alle erwischt. Zack. Spiegel. Und hab sogar überlebt. Ich stelle mich in den Honig, dann wäre ich schneller. Muss ich jedenfalls kriegen gleich. Muss ich weniger Geld bezahlen bei der. Jedenfalls, das war der letzte Pilar. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Hab alle Pilare hinter mir. Alle Pilare einfach. Oh, der Hintergrundmusik mag ich. Zack. Die brauche ich jedenfalls alle noch. Alle Pilarmaterial. Kann man die eigentlich wieder spawnen? Das weiß ich gar nicht. Jedenfalls werde ich mich darum kümmern, dass ich versuche, diese. Wer ist denn nochmal? Diese. Heilung erstmal einzusperren dort, irgendwo in der Ecke, damit Moonlord nicht meine restlichen NPCs tötet. Ich werde mir das Raumschiff noch holen. Ich versuche es jedenfalls. Mir fehlen noch ein paar, eigentlich noch ein paar Sachen, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Hallo? 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 Was bist du denn für einer? So siehst du aus. Was bist du denn für einer? Ich bin tot. Das gewinne ich niemals. Ey, das gibt's doch nicht. Bam, 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 bam. Ja, das gewinne ich niemals. Yo, das gewinne ich niemals. What? Just happened. Ich glaube, Moonlord schaffe ich nicht. Hat
Habt ihr gesehen, wie viele Leben einfach nur seine Hände hatten? Und wie wenig Schaden ich gemacht habe? Ich denke mir in dem Moment nur, was haben die da sich gedacht, wie der Typ ihn besiegen soll? Aber zum Glück habe ich ja eine Strategie. Habe ich von meinem Freund, das ist geil. Aber erstmal brauche ich so ein... Diese, wie gesagt, hole ich mir das Raumschiff doch. Also, okay, das war's für eine Folge. Moonlord. OP. OP. Einfach nur viel zu... Also es ist nicht viel zu OP, aber... Schon OP. Ein bisschen OP. Aber wieso ist er gespawnt? Kein bisschen schimmer. Ist mir jedenfalls gerade im Moment egal. Dann, das war's für die Folge. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.